Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute geht es mal nicht um Bücher, dennoch um tolle Geschichten, denn es soll heute um meine liebsten Drama-Let's Plays bzw. Games gehen. Im Oktober habe ich euch schon meine liebsten Horror-Let's Plays und Games vorgestellt und da habe ich euch eben schon angekündigt, dass es ein weiteres Video geben wird, wo ich die traurigsten und melancholischsten, schönsten Spiele vorstellen möchte, die ich bisher gesehen habe. Ja, ich habe sie nur gesehen und nicht selbst gespielt, weil ich viele Games, besonders wenn sie sehr handlungsbasiert sind, sehr gerne wie Serien schaue auf YouTube. Falls ihr nicht wisst, was Let's Plays sind, im Grunde schaut ihr da einfach den Spieler über die Schulter auf seinen Bildschirm, wie er ein besonderes Spiel spielt und erhaltet dann auch noch seine Kommentare dazu. Und viele fragen mich, warum oder fragen sich vielleicht, warum sollte man das als Let's Play gucken, wenn man das doch selbst spielen kann. Das kann ich durchaus verstehen, aber viele haben zum Beispiel keine Konsole oder keinen PC, wo man das spielen könnte und kommen so dennoch in diesen Genuss, diese tollen Spiele zu entdecken. Und zweitens finde ich sehr, sehr schön, wenn man ja mit jemandem guckt, oder man hat das Gefühl, als würde man mit einem Kumpel dieses Spiel gucken, weil man ja auch immer diesen Kommentar des Spielers hat. Und wenn man den Menschen dahinter auch sympathisch findet, die Stimme angenehm findet, dann ist das wirklich ja ein sehr interessantes Schauen, wie eine Serie zu schauen, die irgendwie kommentiert ist. Und ich finde es gerade bei diesen Story- und handlungsbasierten Spielen eigentlich auch sehr angenehm zuzuschauen, weil auch die Spieletechniken meistens da gar nicht so anspruchsvoll sind. Also es gibt da wenig Action-Passagen und man ist eher dabei, viel zu lesen, viel zu beobachten und viel zu entdecken. Und deswegen finde ich, muss das nicht unbedingt sein, das selbst zu spielen. Obwohl ich das auch verstehen kann, wenn manche sagen, oh nee, ich kann da nicht irgendjemandem zuschauen, wenn der sich falsch entscheidet und irgendwas übersieht, da kriegt man sich ja nur auf. Ja, das passiert auch mal. Aber ja, ich glaube, das ist einfach Typsache, müsst ihr euch selbst mal ausprobieren, was für ein Typ ihr seid. Aber gerade bei diesen handlungsbasierten Spielen finde ich das so toll, diese Let's Plays ja, zu schauen wie Serien. Und ich habe euch jetzt wieder 5 Spiele mitgebracht, die ich euch vorstellen möchte, die eben jetzt aus dem Genre Drama kommen und die ich am besten finde. Ich habe natürlich auch noch andere gesehen, die in diese Richtung gehen, aber ich dachte mal, 5 ist jetzt ganz gut so von der Anzahl. Ich werde euch am Ende aber vielleicht noch mal so ein paar aufzählen und in der Infobox schreiben, die auch in diese Richtung gehen, die ich auch toll fand. Ja, aber jetzt nicht nochmal extra erklären werde. Ich fange an mit dem Spiel, das mich eigentlich erst in dieses Genre hineingerissen hat und was auch in der Spiele-Community eingeschlagen ist wie eine Bombe. Ich denke mal, das ist auch das Spiel, was am bekanntesten auf meiner Liste ist. Und zwar rede ich von Life is Strange. Life is Strange hat mittlerweile 2 Teile, die ich euch beide vorstellen möchte. Es gibt aber auch noch Zusatzspiele, Prequels, Sequels, die ich auch total sehenswert finde. Ich werde euch jetzt aber nur Teil 1 und Teil 2 vorstellen. Ich habe mich dazu entschlossen, beide vorzustellen, weil sie ja unabhängig voneinander sind, inhaltlich nichts miteinander zu tun haben. Dennoch würde ich empfehlen, sie schon in der Reihenfolge zu schauen, weil es so kleine Easter Eggs gibt, die dann doch nochmal auf Teil 1 hinweisen und das eigentlich eine sehr schöne Erfahrung ist, diese dann zu entdecken. Aber sollte euch Teil 2 einfach ja das Thema besser gefallen, dann würde das auf jeden Fall gehen, damit anzufangen, weil sie inhaltlich, wie gesagt, nichts miteinander zu tun haben, außer dass sie in derselben Welt spielen. In Life is Strange 1 treffen wir auf Maxine, genannt Max, die in einer Kleinstadt namens Acadia Bay aufgewachsen ist. Sie ist allerdings irgendwann mit ihren Eltern weggezogen, nach Seattle, glaube ich, und kommt jetzt nach 5 Jahren wieder zurück in ihre Heimatstadt, weil sie dort Fotografie studieren möchte und es dort eine sehr gute Universität für gibt. Als sie dort ankommt, erfährt sie sofort, das Gesprächsthema Nummer 1 ist die verschwundene Studentin Rachel Amber. Überall hängen
Flyer rum, dass sie vermisst worden ist und sie hört überall es tuscheln und ja, das ist einfach das Gesprächsthema Nummer eins. Und die erste Szene ist eigentlich, dass Max eine Vision hat von einem riesigen großen Tornado, ein Unwetter, das auf die Kleinstadt zukommt. Ja, dann wacht sie im Unterricht wieder auf und man erfährt so ein bisschen zu ihrer Leidenschaft der Fotografie. Man kann im Spiel auch immer wieder besondere Momente fotografieren und aufnehmen, was ein schönes Gimmick ist, finde ich. Und irgendwann geht sie auf die Toilette und wird dort Zeuge eines Mordes, nämlich ein junger Mann erschießt eine junge Frau und sie sieht, dass das ihre ehemals beste Freundin Chloe ist. Sie ist total in Panik und merkt in dieser Panik, dass sie die Fähigkeit besitzt, kleine Momente der Zeit zurückzudrehen und kann somit diesen Unfall verhindern. Sie kann das nur, wenn sie sich ganz besonders konzentriert und bekommt dann auch immer Nasenbluten und sie kann jetzt auch nicht mehrere Jahre, Wochen oder Monate zurückdrehen, sondern wirklich immer nur kleine Momente. Und darin besteht eben auch die Spielmechanik eigentlich, immer wieder ja, besondere Ereignisse zurückzuspulen, sie zu verhindern oder zu verändern. Und diese Entscheidungen, die du fällst in diesem Spiel, haben besondere Konsequenzen. Und somit hat das Spiel auch verschiedene Verläufe und verschiedene Enden. Du als Spieler entscheidest, wie sich die Beziehung zwischen Max und Chloe entwickelt, die jetzt ihre alte Freundschaft wieder aufleben lassen. Und ja, man erfährt von Chloes Vater, der damals gestorben ist und kurz danach ist Max eben weggezogen, was Chloe ihr ziemlich übel nimmt. Mittlerweile hat sie einen Stiefvater, mit dem sie überhaupt nicht zusammenkommt und gar nicht klarkommt. Aber auch die anderen Studenten lernen wir kennen zusammen mit Max in verschiedenen Dialogen und auch die haben Probleme, Problemchen. Es gibt eben den Nathan, den ja, Sohn einer sehr wohlhabenden Familie, der eben auch Chloe erschossen hat. Dann gibt es welche, die gemobbt werden und die total gehässig sind. Also es gibt verschiedenste Charaktere und jeder hat so seine Geschichte. Und wir haben hier wirklich verschiedenste Themen, die eben verarbeitet werden. Und dann eben diesen kleinen fantastischen Anteil mit diesem Zeit-Zurückdrehen. Und die Entscheidungen, die auf jeden Fall große Konsequenzen haben können. Also sowas wie Freundschaft, wie die Verarbeitung von Tod und Verlust, die Väter, die ja ein bisschen schwierig und alles kontrollieren wollen. Wir haben aber auch Selbstmordversuche und zum Schluss, wo man denkt, das ist jetzt eigentlich so ein typisches Teenie-Drama an einer Universität, geht es aber nochmal so richtig in so ein Thriller-Feeling hinein, was mich total mitgerissen hat. Ja, also das ist Life is Strange 1, was einfach schön ist, dass das Spiel, es hat nicht so viel Action, wie ich eben schon gesagt habe, ist das Spiel Story-basiert. Wir haben es viel mit Erinnerungen zu tun. Die Stimmung ist insgesamt sehr melancholisch. Die Musik ist wunderschön und es ist sehr, sehr entschleunigend. Besonders wenn man einen Let's Player dabei zuschaut, der sich wirklich auch Zeit nimmt, kann ich immer wieder Gronkh empfehlen, der wirklich auch die kleinsten Details entdecken möchte, was vielleicht auch manchmal ein bisschen nerven kann, wenn man in der Story vorankommen möchte. Aber so erfährt man wirklich auch alles, was irgendwie von den Entwicklern in dieses Spiel hinein programmiert wurde, um irgendwie ja noch mehr die Story auszupressen, ob das nun Briefe sind, die man lesen kann oder ja bestimmte Bilder, die man sich anschauen kann. Ja, und manchmal kann man sich auch einfach auf eine Bank oder auf eine kleine Mauer setzen und einfach die Szenerie genießen und dabei wird ein Lied abgespielt. Und die Musik hierbei spielt auch eine sehr große Rolle. Also es ist sehr musikaffin und man setzt sich einfach aufs Bett, auf einen Stuhl, auf eine Bank draußen und ja, genießt die Natur. Das Alter von Maxine und Chloe ist ungefähr 18, glaube ich. Und
Ja, ist somit auch nicht mehr ganz so im Teenie-Alter, sondern schon ein bisschen erwachsener, aber hat schon so ein bisschen dieses, ja, diesen Teenie-Charakter mit den verschiedenen Verschwörungen, Intrigen und Mobbing, wie man das so eben auf Schulen kennt. Ja, und wie es dann zum Schluss zu dem Tornado kommt, der die Stadt bedroht und was es für verschiedene Enden gibt, das müsst ihr selbst erfahren, wenn ihr das Spiel spielt oder euch anschaut. Das Schöne ist, dass es einige Spieler gibt, die die verschiedenen Enden nachher auch zusammengeschnitten hat. Das mache ich dann zum Schluss auch immer sehr gerne, wenn ich ein Let's Play zu Ende geschaut habe und dann aber auch die anderen verschiedenen Verläufe sehen möchte. Dann gibt es ganz viele, die das immer ganz kreativ und schön zusammengeschnitten hat, dass man da auch noch mal nichts verpasst sozusagen. Ich habe da damals wirklich manchmal mit offenem Mund davor gesessen, weil die Entscheidungen, die man da fällen mussten, so unglaublich schwer waren und unglaublich dramatische Konsequenzen haben. Und ich mir wirklich gedacht habe, ich möchte diese Fähigkeit nicht haben, weil man da wirklich zwischen Regen und Traufe entscheiden muss und das nicht so einfach ist, wie man denkt und denkt, okay, ich verhindere einfach einen Unfall und alles ist happy. Nein, dadurch wird irgendwas anderes losgetreten. Also es ist wie eben dieser Schmetterlingseffekt und deswegen ist auch dieser kleine blaue Schmetterling so das Erkennungsmerkmal für Life is Strange. In Life is Strange 2 treffen wir auf Sean und Daniel. Das sind Brüder. Sean ist der Ältere und Daniel ist der Kleinere, der Jüngere. Beide leben zusammen in Seattle, zusammen mit ihrem Vater, der aus Mexiko stammt. Ja, und die beiden, ja, Brüder sind sich nicht so ganz grün. Ich meine, das ist ganz normal, wie eben Katz und Maus in der Geschwisterphase, wo der eine halt mittlerweile so ins Teenie-Erwachsenenalter kommt und der andere Bruder ihn die ganze Zeit nervt und mit ihm spielen will und ja, ihn die ganze Zeit auf die Nerven geht. So ist das Verhältnis der beiden, aber trotzdem mögen sie einander. Sie kommen mit dem Vater sehr, sehr gut klar, der einem wirklich lieber ist. Doch eines Tages kommt es natürlich auch hier zu einem dramatischen Unfall. Wir haben einen sehr rassistischen Nachbarn, der auf den kleinen Daniel losgeht. Sean sieht das und möchte natürlich seinen kleinen Bruder verteidigen und fängt eine Prügelei mit dem Nachbarn an. Und in diesem Moment, als er den Nachbarn zu Boden jagt mit einem Schlag, kommt natürlich die Polizei um die Ecke und ja, steigt aus dem Auto und möchte das Ganze natürlich unterbinden. Und auch der Vater sieht das Gerangel und kommt raus und möchte das Ganze schlichten. Und ja, in diesem ganzen Gewusel ist der Polizist aber so sehr, ja, weiß ich nicht, auf Anspannung und nicht auf Deeskalation ausgerichtet, sodass er den Vater anschießt und dabei tödlich verletzt. Und Daniel schreit, also der kleine Junge, der kleine junge Sohn, der schreit in Panik und ist so aufgebracht. Und er hat entwickelt auf einmal eine telekinetische Kraft und ja, eine Kraftwelle trifft den Polizisten und schleudert ihn gegen seinen Wagen, sodass er auch tot daliegt. Ja, und die beiden Brüder sind jetzt so, ja, so aufgewühlt und erschreckt von dieser ganzen Situation, dass sie schnell ihre Sachen packen und flüchten, weil ihnen ja jetzt eh niemand glauben würde und sie werden tatsächlich, nach ihnen wird dann auch tatsächlich gefahndet und sie müssen die ganze Zeit sich vor der Polizei verstecken. Sie, ja, trampen dann durch die Gegend und versuchen sich durch die Natur zu schlagen in Nationalparks und großen Wäldern und an Seen. Und Sean trifft dann irgendwann die Entscheidung, dass sie nach Mexiko flüchten, zu dem Heimatort seines Vaters, wo sie irgendwo noch Familie haben sollen und sie vielleicht nicht mehr von der Polizei gejagt werden. Ja, und auf seiner Reise passiert natürlich auch noch unendlich viel. Das Thema hier ist natürlich Rassismus, was sehr im Vordergrund gerückt wird, denn es ist jetzt nicht nur der rassistische Nachbar und der Polizist, der die Situation jetzt total falsch eingeschätzt hat, sondern es gibt viele, die ihn auf dem Weg begleiten und sie ganz ja, mit Vorurteilen begegnen. Es gibt aber auch viele liebe Menschen, die sie auf der Reise unterstützen. Und währenddessen muss natürlich Sean immer die Verantwortung für seinen Bruder übernehmen. Dazu kommen jetzt auf einmal seine
telekinetischen Kräfte, die er nicht so richtig unter Kontrolle hat und immer, wenn er sehr emotional aufgebracht ist, natürlich aus ihm herausbrechen. Deswegen wollen sie das Ganze trainieren. Und ja, das Verhältnis zwischen den beiden ist sehr angespannt. Auch hier haben natürlich die Entscheidungen Konsequenzen. Mit den Entscheidungen beeinflusst der Spieler die Beziehung zwischen den beiden Brüdern, aber auch die Entwicklung des kleinen Daniels, die entweder mit harter Strenge oder eben mit Nachlässigkeit herbeigeführt werden. Man muss da irgendwie ein gewisses Maß finden, was gar nicht so einfach ist. Und der Bruder ist ja auch kein Erziehungsberechtigter und weiß selbst nicht genau, wie er mit diesem Daniel umgehen soll und ja, kennt diese Rolle ja auch nicht und hat seine eigenen Probleme. Ja, sie kommen dann irgendwann an verschiedene Orte, wo sie verschiedene Abenteuer erleben. Es geht auch so ein bisschen um Survival. Neben dem Rassismus gibt es aber auch Themen wie Sekten, Religion und Drogen, die hier eine Rolle spielen. Und natürlich immer wieder von dem Verhältnis zwischen den Brüdern und der Beziehung zwischen den beiden. Auch das Ganze ist wieder sehr dramatisch. Hier hat es natürlich eher etwas von einem Roadmovie. Was ich schön finde, ist, dass wir in Life is Strange 1 haben wir eben die Fotografie, die Leidenschaft ist von der Protagonistin. Und im zweiten haben wir jetzt das Zeichnen. Wir haben immer wieder Momente, wo Sean sich hinsetzen kann und ein Bild von der Umgebung zeichnen kann und er dann auch so ein bisschen kreativ wird, wie er dieses Bild dann irgendwie beeinflusst. Auch hier kann man wieder viel entdecken, viel Erinnerungen wecken und auch hier hat man wieder sehr, sehr viele traurige, dramatische, melancholische Momente. Auch hier natürlich wieder Musik. Es gibt nicht nur traurige und depressive Momente hier, sondern wirklich auch schöne Momente, wo es um Familie geht, natürlich auch um den Zusammenhalt zwischen der Brüder und aber auch ja, Momente, wo es fremde Leute sind, die helfen. Aber oft ist man natürlich sehr skeptisch, wem man jetzt hier noch trauen kann und wem nicht. Ich könnte nicht unbedingt sagen, welches Spiel mir mehr gefallen hat, weil sie eben so unterschiedlich sind von den Themen und von den Protagonisten. Ich glaube, dass viele im zweiten Teil sehr genervt waren von Daniel, der wirklich manchmal ein Balg ist und sich nicht richtig nett verhält gegenüber seinem Bruder, der jetzt die Verantwortung übernehmen muss. Aber ja, er ist ein Kind. Aber er ist halt auch nicht mehr 5 oder 6, sondern er ist, glaube ich, weiß nicht, 12, 13, 11, 12, 13, irgendwie so um den Dreh und kann durchaus schon ein bisschen nachdenken und schon ein bisschen lernen. Den möchte man manchmal gerne ein bisschen schütteln. Das dritte Spiel, das ich euch vorstellen möchte, ist optisch ganz anders als Life is Strange. Life is Strange ist ja eher realistisch und an unsere Welt angelehnt. Natürlich gibt es da auch diese Fähigkeit, die die Protagonisten haben, die übernatürlich sind, aber optisch ist das Ganze an unsere Welt angelehnt. In The Last Day of June ist das Ganze ein bisschen surrealer. Hier wird sehr viel mit Licht und übertriebenen Farben gespielt, aber das macht dieses Spiel auch besonders aus. Etwas gewöhnungsbedürftig sind die Menschen, die hier dargestellt werden. Die haben nämlich kein richtiges Gesicht, keine Augen, keine Mimik und es wird auch ganz auf Dialoge verzichtet. Aber das Ganze macht es sehr interessant und irgendwann gewöhnt man sich auch an die Darstellung der Menschen. Wir treffen hier auf Carl und auf June, die einen wunderschönen Tag an einem See verbracht haben und ein Picknick hatten und man merkt, dass die wirklich sehr verbunden miteinander sind, die Liebe, die miteinander verbinden, wirklich sehr groß ist. Und auf dem Rückweg passiert es leider, dass sie von einem Unwetter überrascht werden und sie in einen Autounfall geraten. Dieser Autounfall nimmt das Leben von June und kettet Carl an den Rollstuhl durch seine Verletzungen. Ja, er bleibt also übrig und wir treffen ihn nun in seinem Haus, wo er in seinem Rollstuhl sitzt und er einfach nur traurig, depressiv und freudlos in seinem Leben ist und er eigentlich gar nicht weiterleben möchte. Er betrachtet dann irgendwann die Gemälde seiner Frau, die sie gezeichnet hat. Sie hat ihm sehr, sehr gerne gezeichnet und dann hat sie halt Gemälde von ihren Nachbarn gemalt. Und eines dieser Gemälde nimmt Carl jetzt in die Hand und fasste dieses Gemälde an.
Und durch dieses Gemälde gelangt er in die Erinnerung dieses Nachbars, und zwar zeitlich einige Stunden vor dem Unfall. Und so geschieht es ihm jetzt nach und nach in diesem Spiel, dass er immer wieder durch die Gemälde der Nachbarn in deren Körper schlüpft und den Alltag und den Tag einige Stunden vor dem Unfall miterlebt. Und er merkt, dass so ganz viele Kleinigkeiten im Alltag der Nachbarn halt auch eben zu diesem Unfall geführt haben. Und er überlegt natürlich, wenn er so Kleinigkeiten verändert, dass er vielleicht das Leben von seiner Frau retten kann. Ja, und im Grunde ist das ein kleines, süßes Game, wo man zum Beispiel in den Nachbarsjungen hineinfährt, in den Körper. Und er sucht einfach nach einem Spielkameraden oder eine junge Frau, die ja Umzugskarton in ihr Auto packt und ja, oder Laub hakt, also ganz viele alltägliche Dinge und man ganz viele Kleinigkeiten verändern kann und somit am Ende eine gewisse Verdrehung der Tatsachen hervorrufen kann. Leider ist es nicht so, kann man nicht so das Happy End heraufbeschwören, wie man es sich wünscht. Darauf muss man gefasst sein, dass es hier kein großartiges Happy End gibt. Es gibt aber durchaus eine Veränderung. Ich glaube, dass manche davon, die besonders auf Happy Ends stehen, nicht so befriedigt davon sind. Aber ich finde es doch irgendwie realistisch und trotzdem irgendwie tragisch schön, das Ende. Auch hier gibt es eben ja für die Entscheidungen, die man als Spieler trifft, Konsequenzen am Ende. Das Ganze ist natürlich ein bisschen kleiner und ein bisschen kürzer als Life is Strange aufgebaut. Und viele sagen, dass das spielerisch nicht so anspruchsvoll ist und manchmal ein bisschen langatmig ist. Aber genau deswegen finde ich es halt als Let's Play sehr, sehr schön. Die Stimmung und die Atmosphäre ist hier eben das, was hier im Vordergrund steht. Die musikalische Untermalung und dann eben die Farben, die kräftig sind. Ich werde euch natürlich für jedes Spiel auch den Trailer wieder in der Infobox verlinken. Dann könnt ihr mal schauen, wie das aufgebaut ist, wie das optisch dargestellt wird. Ja, und während Karl in diese verschiedenen Nachbarn schlüpft, kann er auch immer wieder Erinnerungen freischalten, die dann ja sozusagen seine Vergangenheit zusammen mit June zeigt und das Ganze noch ein bisschen tiefer gestaltet und ja die Beziehung der beiden nochmal aufzeigt. Ja, ein sehr, sehr trauriges Spiel, was einen so die Tränen in die Augen steigen lässt, aber gut, das habe ich jetzt hier bei allen Spielen, die ich euch jetzt hier vorstelle, gehabt. Da habe ich mindestens einmal immer geweint und ja, das Besondere hier ist eben, sind die Farben, die Stimmung und die Geschichte, die dahinter steckt. Diese Alltäglichkeiten sind natürlich nicht besonders spannend, aber wie denn die sozusagen ein Gesamtbild des Tages und des Unfalls bilden, ist dann wieder sehr raffiniert gemacht. Das vierte Spiel ist optisch auch ganz besonders und ist so vielfältig und ich bin da so oft ins Staunen geraten und musste da ganz oft auch lachen und schmunzeln und natürlich aber auch weinen. Und zwar heißt das Spiel What Remains of Edith Finch. Hier treffen wir auf die 17-jährige Edith, die nach 7 Jahren in ihr Familienhaus zurückkehrt. Und zwar ist sie dort mit 10 Jahren mit ihrer Mutter Hals über Kopf geflohen. Man weiß noch nicht genau, was vorgefallen ist. Man weiß nur oder bekommt nach und nach erzählt, dass die Familie Finch eine norwegische Familie ist, die sich irgendwann mal auf Orcas Island niedergelassen hat und dort ein Haus gebaut hat. Sie war immer bekannt für ihren Wohlstand, aber auch für ihren Unglück. Denn nach und nach sind die verschiedensten Familienmitglieder, es war eine sehr, sehr große Familie, bei sehr, sehr mysteriösen Umständen immer wieder verstorben, in unterschiedlichen Altern, ob das nun Kinder waren, die verstorben sind, oder Ältere. Alle sind nach und nach verstorben. Als Edith damals noch in diesem Haus gewohnt hat, sie ist dort ja aufgewachsen, hat dort gelebt, durfte sie in viele Zimmer nicht hinein. Viele Zimmer waren verschlossen und sie wurde nie richtig aufgeklärt, was es denn jetzt mit dem Unglück, mit dem Familienfluch auf sich hat, den es angeblich geben soll. Ja, und jetzt, als ihre Mutter verstorben ist, hat sie ihr einen Schlüssel vermacht und sie macht sich wieder auf dem Weg zurück auf diese kleine Insel, wo das Haus steht,
und möchte nun natürlich alle Zimmer durchforsten und möchte jetzt diesen Familienfluch auf den Grund gehen. Und wir begleiten sie dabei. Das Ganze ist so unglaublich toll gemacht, alleine schon das Haus, dass er so ein bisschen an den Fuchsbau aus Harry Potter erinnert, weil das so verschachtelt, verwinkelt und immer wieder neu angebaut wurde. Es ist ja im Gegensatz zum Fuchsbau viel, viel größer und noch viel, viel verwinkelter innen. Und da die ja, Türen alle versiegelt worden sind und nicht mehr aufzuschließen sind, muss man durch verschiedene Geheimgänge in diese Zimmer gelangen. Allein das ist schon richtig toll. Also wer verwinkelte Häuser mag mit Geheimtüren, Geheimgängen, der muss sich dieses Spiel auf jeden Fall anschauen. Ja, und jedes Zimmer steht für einen Bewohner oder ein Familienmitglied aus der Finch-Familie. Und das Zimmer spiegelt auch immer den Charakter und auch die Eigenarten und die Vorlieben der Person, die dort gewohnt hat, wieder. Die Architektur und die Einrichtung spiegelt das total wider und das ist so detailliert und liebevoll eingerichtet. Die Einrichtungen sind auch alles noch so, als würden die Personen dort leben, denn es ist nichts ausgeräumt worden. Es ist alles noch so, als würde tatsächlich dort eine Familie wohnen. Und ja, Edith kriecht halt durch jedes Zimmer, durch die verschiedenen Geheimgänge und hat durch gewisse Trigger oder durch gewisse Hinweise immer eine Vision, wo sie auch hier in die, ja, in die Köpfe, in die Körper der Familienmitglieder hineinfährt oder auf verschiedenste Art und Weise eben deren Geschichte erfährt und wie sie zu Tode gekommen sind. Man kann sich das wie kleine Kurzgeschichten oder wie kleine Minigames vorstellen, wo wir eben aus diesem Haus in eine ganz andere kreative Darstellung geraten, die immer angelehnt ist an die Hobbys und Leidenschaften der Figur. Zum Beispiel gibt es ein Familienmitglied, die Schauspielerin war und in Horrorfilmen mitgespielt hat. Und dort gibt es zum Beispiel einen Comic. Also wir erfahren diese Geschichte durch einen Comic, den man immer umblättern kann und erfahren dann die Geschichte von der Person, wie sie umgekommen ist. Das Ganze ist mit einem zwinkernden Auge ein bisschen schwarzhumorig. Das Ganze ist auch, grenzt so ein bisschen an eine kleine Gruselgeschichte. Es ist aber kein Horrorgame, sonst hätte ich das ja ins andere Video gepackt. Es ist auf jeden Fall schon eher ein Drama mit kleinen humoristischen Elementen, aber auch sehr viel Melancholie. Also viele Schicksale sind unglaublich tragisch und auch Kinder, wie die ums Leben gekommen sind. Ja, das Ganze ist aber auch sehr surreal und skurril. Also wie das Ganze erzählt wird, man muss sich auf alles gefasst machen und es ist so kreativ gestaltet, so skurril, so farbenprächtig, so. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Magisch, künstlerisch, Liebe zum Detail, wundersam. Ja, es ist richtig, richtig toll. Ich würde schon sagen, dass es wie so ein Kunstwerk ist. Also die Designer, die dieses Spiel designt haben, die haben wirklich Unglaubliches geleistet. In diesen 2 bis 4 Stunden, das ist auch eher ein kürzeres Spiel, kann man das Spiel echt mal eben entweder durchschauen oder durchspielen. Und wie das dann endet. Ja, das muss man dann erfahren, wo dieser Fluch herkommt. Für mich war es ein bisschen unbefriedigend, weil ich gerne noch mehr erfahren hätte, dass manches ist so ein bisschen im Nebel geblieben und es endet natürlich auch nicht happy. Dennoch kann man mit dem Ende so leben, aber ich hätte einfach gerne noch mehr erfahren. Und zum Schluss schließe ich den Kreis mit einem Spiel, das von denselben Entwicklern wie von Life is Strange ist. Mich hätte es nicht gewundert, wenn sie es Life is Strange 3 genannt haben, weil die Spieloptik und auch die Mechanik eigentlich dieselbe ist. Aber ist auch völlig wurscht, wie es genannt wird. Das Spiel heißt Tell Me Why. Ist auch das neueste Spiel auf meiner Liste und auch das Spiel, was ich gerade als letztes beendet habe und es passt wundervoll jetzt in den Winter, kann ich euch also nur empfehlen, jetzt demnächst zu schauen, in den nächsten Wochen oder Monaten, weil das optisch, thematisch wirklich sehr, sehr gut passt. Es spielt in Alaska
und wir treffen auf die Zwillinge, ich muss mal schauen, wie sie heißen, Allison und Tyler. Die beiden sind 21 Jahre alt und haben sich jetzt schon seit mehreren Jahren nicht mehr gesehen und haben schon mehrere Jahre keinen Kontakt miteinander gehabt, obwohl sie sich immer sehr, sehr nahe standen. Das liegt daran, dass Tyler jetzt mehrere Jahre im Jugendgefängnis verbracht hat, denn er hat als Kind in Notwehr seine Mutter getötet. Und darum geht es natürlich auch, so ein bisschen die Vergangenheit wieder aufzudecken, was damals passiert ist. Auch die Schwester war da irgendwie mit involviert und hat natürlich einiges gesehen. Und so kehren sie jetzt zurück in das Haus ihrer Familie. Ja, irgendwie wiederholt sich hier einige Elemente. Trotzdem sind die Spiele ganz unterschiedlich, kann ich euch sagen. Und sie kehren natürlich auch zurück in ihre Erinnerungen aus der Kindheit. Sie merken, als sie wieder zusammen sind, dass sie trotzdem, obwohl sie jetzt Jahre auseinander sind, Jahre sich nicht mehr gesehen haben, trotzdem eine enge Verbindung haben. Und sie spüren, dass sie sich sogar im Gedächtnis, im Kopf miteinander kommunizieren können und miteinander reden können. Nicht nur das, immer wenn sie zusammen sind, können sie durch Gerüche oder durch Geräusche an bestimmte Sachen erinnert werden. Und wir erleben eben einiges aus der Vergangenheit mit ihnen zusammen und erinnern uns an Dinge, die sie wieder vergessen haben. Doch es ist manchmal so, wie das jetzt auch im realen Leben ist, manche erinnern sich an bestimmte Begebenheiten ganz anders als andere. Und so muss der Spieler sich entscheiden, ja, an welche Version er glaubt. Glaubt er Allison Version, wie sie sich erinnert, oder an Tylers Version, wie er sich erinnert? Und mit diesen Entscheidungen, aber auch andere kleine Entscheidungen, wie bei Life is Strange, muss man natürlich wieder Konsequenzen erwarten, die der Verlauf des Spiels uns denn zeigen. Und auch hier gibt es natürlich wieder verschiedene Erinnerungen. Wir werden natürlich auch die Natur in Alaska erleben, alleine diese bildgewaltige Natur, die schneebedeckten Berge im Hintergrund, weitläufige Seen, Wälder. Es ist einfach ein Augenschmaus. Also ich kann es euch nur empfehlen. Ich war wirklich geplättet von dieser tollen Optik, dass ich am liebsten sofort meine Sachen packen wollen würde und dort Urlaub machen möchte. Der Ort, wo sie hinfahren, ist sehr abgelegen und keine Großstadt, sondern wirklich ein kleiner Ort. Das ist alles sehr konservativ. Das macht es nicht viel einfacher für Tyler, denn Tyler ist ein Transmann, eine Transperson. Und auch um dieses Thema geht es natürlich, was ich echt cool finde, dass auch diese Thematik in Spielen jetzt tatsächlich eine Rolle spielt. Ich glaube, es ist tatsächlich die erste Hauptperson im Spiel, die eine Transperson ist. Und es geht natürlich auch darum, wie seine Mutter mit dieser Entwicklung umgegangen ist, wie er damit klargekommen ist, wie die Dorfbewohner darauf reagiert haben und wie sie jetzt reagieren, wie er wieder zurückkehrt. Er sieht nicht mehr aus wie eine Frau, er ist wirklich ein Mann. Und die Dorfbewohner wollen ihnen auch gar nichts Böses und trotzdem wissen sie einfach nicht, wie man damit umgeht. Und ich denke mal, dass es vielen Personen so geht. Er ist natürlich durch viele Aussagen verletzt, aber oft meinen sie es einfach nicht böse. Und damit wird auch in diesem Spiel viel gespielt. Doch dieses Thema ist jetzt nicht der Fokus dieses Spiels, es ist ein Teil dieses Spiels. Es geht eben auch um die Mutter, warum sie so verrückt geworden ist und warum Tyler sie erschießen musste in dieser denkwürdigen Nacht. Sie haben halt viele Erinnerungen verloren und müssen sich jetzt nach und nach erinnern, beziehungsweise der Zuschauer, der Spieler erfährt halt manche Dinge erst nach und nach. Und viele Personen in diesem Ort lernen wir wieder kennen, so wie bei den anderen Spielen auch. Und es geht natürlich eben auch um diese Beziehung zwischen den Zwillingen, wie die miteinander umgehen. Aber man merkt schon, das ist eine sehr innige Beziehung. Und wir erfahren vieles aus ihrer Kindheit und eben auch von ihrer Mutter, die eben alleinerziehend war. Und wie der Wesenszug dieser Mutter ist. Natürlich denkt man erst, dass es irgendwas ganz Schlimmes, dass sie irgendwas ganz Schlimmes gemacht haben muss, warum Tyler sie jetzt nun erschossen hat.
aber was dahinter steckt und dass es niemals schwarz und weiß gibt und ist, wird auch hier wieder klar. Das Ganze ist sehr, sehr niedlich. Man findet ein Märchenbuch aus der Kindheit. Also die Kinder hatten wirklich eine große Fantasie und haben sich immer wieder Geschichten ausgedacht und die Mutter hat ihnen immer wieder Geschichten vorgelesen. Wenn man die Geschichten dann liest, kann man sie dann immer symbolisch oder als Allegorien immer wieder auf die Realität beziehen. Ja, also ein wirklich sehr beeindruckendes Spiel. Es gibt manche, die sagen, das ist jetzt das beste Spiel von Dontnod, also von den Entwicklern, besser noch als Life is Strange 1 und 2. Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Ich finde immer das Spiel am besten, was ich gerade geschaut habe, beziehungsweise was ich gerade schaue, weil ich da den Figuren am nächsten bin. Auch hier ist das Ganze wieder sehr emotional aufgeladen, wieder auch ein sehr stilles, ruhiges Spiel, wo man eben auch die Natur betrachtet, manchmal ein bisschen einfach nur rumschaut, ein bisschen der Musik lauscht, viel entdeckt, viele Notizen entdeckt und natürlich viele Familiengeheimnisse und Geheimnisse der verschiedenen Bewohner dieses Dorfes entdeckt. Und ja, viele Wendungen, die es gibt und viele Entscheidungen, die man treffen muss und die dann eben auch wieder Konsequenzen heraufbeschwören. Und dadurch, dass ich das gerade erst geguckt habe, ist das für mich natürlich auch noch sehr nah dran. Aber dadurch, dass ich mich jetzt auch mit allen Spielen, um euch das jetzt nochmal besser zu erklären zu können, nochmal beschäftigt habe, sind sie mir jetzt alle irgendwie nah. Auch What Remains of Edith Finch habe ich tatsächlich schon zweimal gesehen. Und weil das einfach so ein optischer Hingucker ist, jedes dieser Spiele hat etwas Besonderes und ihr könnt euch jetzt rauspicken, was für euch am interessantesten klingt. The Last Day of June und What Remains of Edith Finch sind halt auch Spiele, die man mal eben so in 2 bis 3 Stunden anschauen kann. Aber die anderen sind halt schon ein bisschen wie so eine Serienstaffel mit mehreren verschiedenen Folgen. Da muss man dann ein bisschen mehr Zeit mitbringen, aber dafür erhält man halt auch einfach noch viel mehr Inhalt und Tiefgang und Charaktertiefe. Ja, das war mein Video zu den traurigsten und melancholischsten Spielen, die ich mir angeschaut habe. Und jetzt habe ich euch ja auch noch versprochen, andere Games in diese Richtung kurz zu erwähnen. Ich habe mir aufgeschrieben Blackwood Crossing, Everybody is Gone to the Rapture, auch wunderschön gestaltet, The Vanishing of Ethan Carter und Dear Easter. Ja, diese Spiele kann ich euch auch sehr empfehlen. Wenn ihr jetzt noch Empfehlungen habt und sagt, Ramona, warum kommt das denn nicht auf deiner Liste vor? Das musst du dir auch anschauen. Dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Ich bin natürlich immer auf der Suche nach neuen Let's Plays oder neuen Games, die ich mir anschauen kann, die auch eben so als ans Herz gehen, die optisch sehr schön anzuschauen sind. Ja, lasst uns da in den Kommentaren drüber schwärmen und gebt mir gerne Tipps oder den anderen Zuschauern, dass wir uns da austauschen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen, was ja eigentlich hauptsächlich ein Laber-Video ist, aber denkt dran, ich habe alle Trailer der Spiele in der Infobox verlinkt, dann könnt ihr auch optisch da mal reinschnuppern, ob euch das gefällt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Reinschnuppern oder auch Zocken und sag bis zum nächsten Mal.